Willkommen zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Und zwar spielen wir nicht die Gamecube-Variante, nicht die Wii U-Variante, sondern die Gamecube-Variante. Und da seht ihr, ich habe zwar ein bisschen angezockt, aber wir beginnen ein neues Abenteuer mit dem Namen Domi. Dann auf geht's. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräftegötter würden in ihm ruhen. Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber das Böse hatte sein Auge darauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunklen Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen. Jetzt, hört mal, tauchte plötzlich ein Jüngling gewandert in grüne Wiesen aus dem Nichts auf. Und ich liebe. Der Junge schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse, das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Und ich liebe das Lied. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und sein Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch kehrte er nicht wieder. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber, ihm blieben nur ihre Gebete. Siehe links. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht. Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, geht wohl in diesem Brauch zugrunde. Und nun starten wir auf einer Insel Präludien. Und wer ist das? Domi! Domi! Wo mag er wohl was stecken?
Und Link ist wieder am Pen. Besser gesagt, wir. Aha, da ist er ja. Hä? Was war das denn? Vielleicht bin ich noch im Träumen. Da bist du ja. Oh. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang das Meer anschauen. Du, Donny, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du es etwa vergessen? Keine Ahnung. Heute ist dein Geburtstag. Oh. Warum wartet auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst? Gut, dass ich dich gesucht habe. Domi, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Ja, ja. Kein Stress. Also, wir sehen Linkomat. Und wir machen gleich mal Rückwärtsseite. Und diese Anzeige rechts unten, die zeigt dann, wie lange wir schwimmen können. Aber es gibt ein Item, womit wir beim anscheinend unendlich lange schwimmen kann. Und das hier ist ein Dubin. Das ist das Geld der Insel. Und da gibt's auch wieder einen Haufen Kohle, 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 Kohle. Also hier mal ein Fünfi, dann rüberspringen und dann hier den gelben und dann Swim, Swim, Swim. Und jetzt mache ich mal eine ganz kleine Zwischenquest. Und zwar müssen wir diese Schweinchen hier aufsammeln, was leider nicht geklappt hat. Mann, Link, Link Boy. Oha. So, jetzt extra einen langen Weg hier nehmen. So, und jetzt da reinschmeißen. Damit bekommen wir eine ganz kleine Belohnung. Es ist zwar nichts Besonderes, aber... Domi, halte doch mal L gedrückt und sprich mich dann durch Drücken von A an. Versuche es mal. So? Sehr gut, ausgezeichnet. Du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um den L-Autofokus. Indem du L drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Doch nicht nur das. Ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreibe sie dir also hinter die Ohren. Abgesehen von vorher erwähnten gibt es aber auch noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten des L-Autofokus. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringe? Hätte doch einmal gelernt. Und dort hoch und besuche mich mal in mein Zimmer. Ja. Da wir eh gerade Zeit haben und ich gerade auf Forschungsdrang bin. Domi, es stehen mir schwierige Zeiten bevor, nur der Meister und Belesene wird bestehen. Wer weiß, wer muss jedoch zuerst lernen, im Lauf der Dinge und der Welt zu verstehen. Ich habe mich schon den Studien verschrieben, da warst du noch lange nicht geboren. Du bist ein kluger Junge. Ich war der Auffassung, ich könnte dir einiges beibringen, deswegen habe ich dich hergebeten. Die Lektionen, die du an der Wand siehst, beruhen alle auf meinen lebenslangen Studien. Ich bin überzeugt davon, dass sie dir eine gute Lebenshilfe sein werden, also lies sie bitte mit größter Aufmerksamkeit durch. Ah. Achtung, jetzt geht... Was ist das wieder für ein Lärm? Da unten kann man denn nicht einmal seine Ruhe haben. Die ganzen Sachen in meinen Regalen sind auf den Boden gefallen. Alles in Ordnung? Also wirklich, mein jüngerer Bruder, der unten wohnt, ist für mich ein Plage. Tag ein Tag aus steht er seinen Körper. Ich freue mich wirklich, wann er wohl das letzte Mal ein Buch in die Hand genommen hat. Warum hält er überhaupt so verbissen an der Kunst des Schwertkampfes fest? In der heutigen Zeit ist es doch vergeudete Liebesmüh. Über seinen Körper vernachlässigt er völlig seinen Geist. Wie beschämend. Mal los. Nee. Ich kenne diese Lektion schon. Da sind auch ein paar Bilder. Und wir gehen raus.
die Zwischenquest zu machen. Hopp. So. Ein Schweinchen. Ah. So. Anpirschen, pirschen. Nochmal pirschen, 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 pirschen. So, wieder. Ein Schweinchen. So. Nur noch eins von den drei kleinen Schweinchen fehlt uns noch. Na, kapiert ihr den? Wenn nicht, ist auch gut. So. Ich glaube, das letzte müsste hier irgendwo sein. Wow, wow, wow. Übertreib's nicht. Übertreib's mal nicht, Junge. So, das letzte befindet sich hier. Oh, und da guckt mal, was ich da gefunden habe. Geld. Oh. Und das letzte von den drei Schweinchen. Und wie findet ihr überhaupt das Main Team? Besser gesagt, das Lied von Preludien. Ich finde, es ist wirklich ein schönes Lied, aber es gibt noch viel, viel schönere. Hey! Ey, und guck mal, wie das Schwein aussieht, ey. So, es würde es mir gefallen, dass man ihn. Ey. Nein, wie nett, du hast ja so extra die Mühe gemacht, mir diese süßen Viertel zu bringen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich muss gestehen, ich hatte sowieso Schweine im Sinn, als ich dieses gebaut habe. Die Kinder wären völlig. Was bringt das denn? Schreck deine Hand aus, Tommy. Ein kleines Dankeschön für dich. Ich hoffe, du freust dich. Oh, Geld. 20 Rubine. Das ist der Dank dafür, dass du uns so süße neue Familienmitglieder gebracht hast. Hey, wow. Und hier hast du noch etwas. Eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag. Alles Gute. Hey, 20 Rubine. Besser gesagt, 60 Rubine plus genau. Jetzt muss ich mir aber schnell ein paar Namen für dieses süßen kleinen Pferdchen ausdenken. Mhm. Okay, und ich gehe derweil mal zur Oma. Oh! Was tut denn der schon hier? Okay, okay, okay. Wir werden. Also, das Ziel ist natürlich 100% und wir gehen als erstes in den Land von Terry. Das ist ein. Oh, verehrter Kunde, beim Terry-Händler finden Sie alles, wonach Sie Ihnen der Sinn steht, genauso wie bei 1 und 1, oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach, ich kaufe es Ihnen ab. So wie, möchten Sie etwas kaufen, drücken Sie den Teil nach rechts und wählen Sie einen Artikel aus. Ja, und ich möchte eine Futtertasche. So. Ach, mal drei Portionen, okay. Simon, ich werde Sie eine Kundenkarte für Sie an. Wenn Sie viel einkaufen, bekommen Sie Punkte gut geschrieben und für die gibt es irgendwann mal einen tollen Bonus. In meinem Laden ist der Kunde König. Woanders bekommen Sie so einen Service nicht geboten. Damit haben Sie jetzt einen Punkt gesammelt. Sie haben jetzt 30 Punkte und Sie werden VIP-Kunde. Und ich möchte. Und ich nehme noch zwei Putt-Putt-Früchte mit, weil. Man weiß ja nie, wo noch Secrets und so auftauchen können. Also ich kaufe mir jetzt schon ein paar Sachen ein. Wie ihr seht, gerade das Universalfutter wird irgendwann mal sehr, sehr wichtig sein. Ich sag's noch nicht wann, aber... Aber ich verlasse jetzt Harrys Laden, damit wir zur Oma gehen. Das wird echt, echt lustig, beziehungsweise spannend. Dadurch gehe ich noch nicht. So, hallo Oma. Oma? Hm.
ist nur wahrscheinlich so. Und da steht sie auch schon. Hi. Domi, ich habe auf dich gewartet. Domi, probier doch mal das hier an. Wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in dem Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Du hast das Helmgewand erhalten. Sieht sehr warm und gemütlich aus. Jetzt schau doch nicht so. Schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast wie damals der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher wurden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfes unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfes beschäftigt, ist der alte Werder Orca. Der Schild, den du hier aus Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Oh, das versteht dir gut, Link. Verstehst du? Ja, schon. Irgendwie. Domi, freu dich doch. Das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend kommen wir alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hol deine Schwester Ariel, ja? Ja, okay. Springen wir lieber runter und gehen raus. Da, da, da. Also Ziel sind natürlich 100%. Also ich versuche es zumindest. Denn es wird etwas blind werden. Aber ich kenne noch einige verdammt böse Stellen. So, und sie haben wir beim Aussichtsturm gesehen. Ist das geil. Ich liebe dieses Spiel. Das ist ein. Und übrigens ist Wind Waker eines meiner Lieblings-Zeldas. Warum weiß ich jetzt auch nicht genau, aber. Oh, Domi, hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht, ist dir darin nicht heiß? Aber es steht dir ganz hervorragend. Domi, streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leih ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Domi. Das sind schon mal 5 Monate zu spät. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Rufe das Item-Menü auf, lege es auf ZX und riskiere einen Blick. Na, und? Freust du dich? Dir leih ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und da was ganz Besonderes. Schau dir mal unsere Hausverwandlung hier aus an. Du wirst Augen machen. Unser Haus? Okay. Okay, wir können hier mit dem C-Stick zoomen. Und der Postbote ist da. Na nur der Postbote fällt sich aber irgendwie komisch. Ah, Domi, sieh doch mal nach oben. Nach oben? Was ist da? Oh, du meine Güte. Und er hält etwas in seinen Krallen. Das sieht nach einem Mädchen aus. Boom. Ey. Piraten. Auch noch dazu. Und jetzt, guck mal diese epische Szene an. Boom! Instant K.O. K.O. Und das Mädchen fällt in den Wäldern. Oh nein, das ist ja furchtbar, sie sind im Wald gestürzt, wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Ich weiß schon, wo wir eine Ausrüstung bekommen. Okay, das war jetzt aber nicht geplant. Okay, gibt's da überhaupt Geld? Ja.
Ja, hi. Eieiei, Link. Link, Link, Link. Ey, die wollte ich nicht kriegen, gell? Und im nächsten Part sehen wir, besser gesagt, lernen wir etwas über den Schwertkampfstil von Wind Waker. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.